aus biologischen Abfällen Energie gewinnen und damit eine klimaneutrale Pharmaproduktion schaffen. Die Andernacher Firma Finzelberg steht schon kurz davor. Schon bei der Dampferzeugung beginnt das Energiesparen bei Finzelberg. Der komplette Dampf passiert eine Mini-Dampfturbine und erzeugt Strom, bevor er in die Produktion geht. Der sogenannte E-Saver. Der Tiefpassfilter reduziert den Stromverbrauch um mehr als 10%, nimmt die Spannungsspitzen weg, trägt zur Glättung der Lastspitzen bei. Das größte Energiepotenzial hat aber der Bioabfall des Pharmaproduzenten. In dieser Pilotanlage wird der komplette organische Abfall pyrolysiert, wird bei 850 Grad gasförmig. Die Wärme wird in der Fabrik genutzt. Und übrig bleibt ein pflanzlicher Kohlenstoff, der extrem zur Bodenverbesserung beitragen kann. Was im Pilotversuch bestens funktioniert, soll bald die ganze Fabrik aus nachwachsenden Rohstoffen mit Energie versorgen. Finzelberg baut eine Biogasanlage, die im September nächsten Jahres ins Netz gehen wird. Das heißt, wir verbrennen dann nachhaltige Rohstoffe und damit sind wir ab 2025 im kompletten Betrieb klimaneutral. Ein großer Millionenaufwand bei Finzelberg für den Klimaschutz.